Warum sind die Flaggen da angekettet? Kann doch kein Schwein lesen. Das da erst recht nicht. Wenn du das hier lesen kannst, verlasse das Programm. Alte 4 hilft bestimmt immer. Aber schaut mal, man kann hier draufklicken. Der Mauszeiger verändert sich. Kein Spiel von Draw Me a Pixel. Und das ist einfach kein Spiel. Und wir sollen nicht klicken, um zu starten. Das ist einfach. Das kriege ich hin. Und damit hallo allerseits. Und willkommen bei There is no game. Wrong Dimension heißt das noch. Das ist der Zusatz, der dranhängt. Wrong Dimension. Muss sagen, das Spiel auf den ersten Blick. Entschuldigung. Natürlich das Nicht-Spiel. Das wirkt auf den ersten Blick schon anders. Irgendwie lustig. Ich soll ja nicht klicken, um zu starten. Ich drücke mal einfach eine Taste auf der Tastatur. Funktioniert nicht. Mist. Hier lang. Pfeil und Pfeil. Nutzlose Option. Kein Spiel hier. Aber sowas, oder wie? Verlassen? Nein. Oder? Ja. Nein. Nutzlose Option. Finde ich wirklich interessant, denn... Hab schon mal reingeguckt. Zurück geht. Lautstärke kann man ändern. Keine Ahnung, ob die passt. Das werde ich später sehen. Sprache kann man hier ändern. Und Anzeige. Fenstermodus Vollbild. Ich kann gar nicht gucken, ob das Spiel in Super Ultra läuft. Das ist enttäuschend. Das ist wirklich fast schon nutzlose Option. Aber auch nur fast. Na, dann klicken wir mal auf kein Spiel hier. Müssen erbühmen. Okay. Wenn dieses Symbol auftaucht, verlasse sofort das Programm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ein Spiel... Es ist nicht so, als ob dieses Nichtspiel ein Hinweissystem hätte. Es gibt also keinen Grund, auf das Symbol unten zu klicken. Okay. Hilfe. Kapitel 1. Misenabim. Das ist wirklich kein Spiel, oder? Ich meine, das ist ja kein Spiel, was soll das? Aber wir haben ja gerade schon gesehen, man kann was machen. Who's doing all this knocking? There's someone in here. Just a minute, please. Now, where's my speech? Oh, here it is. I almost forgot the title. Don't panic. Don't panic. Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. Aww. The financial crisis, the apocalypse, blah, 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 all of this. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah. Yeah, there's no game. But just between you and me, avoid asking for a refund if you can. You know, my creator has got to eat and feed his 12 kids and his wife. Who is sick? Well, when he finally finds one. Oh, careful! Is that thing going to hold? It's holding. Nicht mehr lange. Well, it's been fun, but time to go now. No. You can quit. There's nothing to do here, really. Oh, try not to touch the title.
Okay, das ist eine Aufforderung. Kind of a patch-up job. Sieht ja schon etwas Laveda aus. Especially the exclamation point, I was running out of glue. Das Spiel... Still there? Ja. Das Spiel gibt's mit... Hallo! Ja, hallo. Das Spiel gibt's mit deutschen Untertiteln. Deutsch vertont nicht. Don't tell me you're AFK. Ich bin hier. Ich bin an der Maus. You could have at least turn out the lights before leaving. Das Spiel gefällt mir. Entschuldigung, nicht Spiel. These users, I swear. Also bitte. Zeigt jetzt noch was? Ich fühle mich gezwungen, hier nichts zu machen, weil dann quatscht er weiter und ich will wissen, was er alles sagt. Das Haar ist auch sehr auffällig. Oder? Das ist sehr auffällig. Da Kleber ausgegangen. Hier kann man versuchen zu klicken. Passiert nichts. Hier kommt ein leichtes Klopfen. Nee, hier nicht. Nur bei den Buchstaben. Das Beste kommt zum Schluss. Das Ausrufezeichen. Was käme denn bei Hilfe? Aha. Okay. Warum zwei Schlösser? Wahrscheinlich muss man da zwei Sachen machen, bevor man da weiterkommt. Oh, kann man... Können wir jetzt bitte... spielen, hier? Das geht doch bestimmt, oder? Ich meine, das ist ja schon auffällig, oder? Also, bitte. Pong? Ja? Oder andere Ableger? Stop! You will ruin it! Do you have any idea how much mashing time it took me to stick all those letters up there? Keine Ahnung. I've got to put ich hab ein Spiel. Come on. Nix da. The chain is stuck. Das ist gut so. Go ahead. Have fun. I give up. Whoa. Great. The Brick Breaker. Game of the year. What are you going to play after that? Pong? Snake? Candy Saga? Was für ein Zeug? The legal department is making some big gestures over there. Man kann auch... What you're doing is pointless. Nix I'm machen. Not a game program. I'm just... an ordinary screensaver. That's it. Come on, let's all leave, okay? I'm leaving now! Viel Spaß, ich hab hier ein Spiel. Das reicht mir. Aber die Buchstaben kann man nicht fangen. Der Roar. Ich dachte, er geht. Warum ist er gegangen? Hier, Oa. Oase. Ah, das war doof. Hier. Immer noch. Geil. Oh. Bravo, user. I'm clapping virtually. You've completely ruined my beautiful title. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. Schwachstelle erkannt. Jawohl. I might have gone a little overboard. If you could just leave the title alone this time. Is that a chromatic aberration or is this letter tilted? Stop tapping everywhere. It's annoying. Nein, tut's I nicht. I can't close the program myself. You have to quit. Nö. Okay, lustig. I get it. You want to play a game? All right. We're going to play... Rochambeau. No, we're going to have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Okay. Rock breaks scissors. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, I will start. Here is my choice. Now it's your turn to choose a card. Kann ich bitte mal drunter gucken? Also gegen... eine KI, gegen ein Programm? Come on, pick an object. You're the one who insisted on playing a game. Schere, Stein, Papier spielen ist doch... Das riecht doch nach Cheaterei. Ich meine, wenn ich jetzt Schere nehme, nimmt er doch auf jeden Fall Stein. Egal, was ich nehme.
Der nimmt immer das Beste, das traue ich dem zu. Ich klimper erstmal noch etwas, vielleicht passiert ja noch was. Ich drück gleich eine Karte, aber erstmal klimpern. Vielleicht nervt ihn das. Okay. Also hier können wir nichts machen, aber Schere vielleicht. I win. What luck? Kann ich's halt machen? Let's play again. Ich will mal umdrehen. Das meine ich doch, der macht doch immer den. Oh, no, I win again. This is so much fun. The next one's yours. I just know it. So ein Zufall. Oh, that's too bad. You lost again. Don't give up. It's unbelievable. I win every time. Try again. This is a great game, don't you think? Might get a little repetitive after a while. Nee. I swear I'm not cheating. No, no, no. And aren't you tired of losing yet? Are you this bad at every game you play? If I were you, I would do something more interesting, like cleaning the house. You really suck at this. Tell me your screen didn't fall asleep. The bad news is that you lose every single time. The good news is that you're not breaking anything. That's great. Also man kann das nicht. Ich will den Klebestreifen abkratzen, dann habe ich nämlich einen Stein zum. I think I'm going to shut up and watch your video gaming demise in silence. It's the perfect time to quit the program. Nö, um ihn den an den Kopf zu werfen. Bevor ich was anderes mache. Ich habe da schon so eine Ahnung und ihr bestimmt auch. Will ich gucken, wie lange er hier noch was sagt. Offenbar sagt er jetzt gar nichts mehr. Na dann spielen wir mal den Joker. Also das kann man nicht abmachen. Jetzt bin ich gespannt. Ha! The safety airbag. Luckily, I thought of everything to protect the game. The non-game. No more game here. Finished. Here is game. That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic Brick Breaker and an incredible game of Rochambeau that was not at all rigged. Where did I... Hey! Are you crazy? I couldn't talk at all. It was like I was suffocating. Are you trying to get rid of me or what? Digital assassin. The virtual killer. Hallo? Oh, Mensch. You've got to be kidding me. Look at what you've done. A brand new title. If you want to break things, go play Battle of Duty instead. Das klingt cool. Huch. Get out of here. It's private. This is backstage. You shouldn't be here. You're going to catch cold. Go back to the title. Correction, my ex-title. Boy, you're so stubborn. You can leave now. Man fühlt sich gezwungen, nicht das zu machen, was sofort nahe liegt. Allein schon, um herauszufinden, was er noch so sagt. And don't stop messing around trying to fix anything. You won't get far without a screwdriver. You're still here?
Das Geräusch in dem Haus sehr gerundet, fällt es so cool, oder wenn er aufkommt. Was ist denn da? Da bewegt sich doch was. Was? Kein Spiel von Draw Me a Goat. Was, wenn ich hier hingehe? Also, Sprachen. Also bitte. Also hier kann man klopfen und da staubt's. Brauche einen Schraubendreher. Zurückblättern geht nicht. Das ist ein Schraubendreher, okay, interessant. Just what do you think you're doing, user? Kann man die Schrauben auffangen? Nee. No, 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 no! Ah! Bisschen Schlüssel von der Decke fällt. Nobody's home! Woff, 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 woff. I'm in the shower. God, you see that I'm not going to let you in. Not welcome. Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You Warum just nicht? Knocked the key that's on my side onto the floor. Let me put it back. There we go. Okay, der fällt runter. Versteckt den Ersatzschlüssel unter der Matte? Where did you find that key? It doesn't matter. The key to this door is on my side. Too bad. Moment. Geh nur mit dem Mauszeiger. Rauspuppeln und rein da. I told you Nein! It doesn't fit. I told you it doesn't fit. Oh, Moment, da ist festgenommen. Vielleicht ist da noch ein zweiter drunter. Mit dem Schraubendreher hier raushebeln. Wenn der runterfällt. Stop pushing the key. It falls to the ground. Ja, aber die Matte drunter schieben. Wir brauchen irgendwas zum Schlüssel auffangen, damit wir den dann zu uns ziehen können. I told you it doesn't fit. Aber bald, wir machen ihn passend. I told you it doesn't fit. Das ist mir doch egal. I told you it doesn't fit. Stop pushing the key. It falls to the ground. Wie kriege ich den Schlüssel, der dann unten liegt, für eine kurze Zeit raus? Das ist gerade nicht so offensichtlich. Also was gemacht werden muss, ist offensichtlich. Aber wie ich es schaffe, ist gerade nicht offensichtlich. Offensichtlich. I told you it doesn't fit. Stop pushing the key. It falls to the ground. Also, oh, wobei, Der sagt uns, der passt nicht, aber er passt halt nur nicht, weil auf der anderen Seite ein Schlüssel drin steckt, der das Ganze blockiert. Also, unten. I told you Doch. I told Doch, you das ist der richtige. I told you it. I told you oh Mann. Feet. Das muss doch der richtige sein. Der liegt doch nicht ohne Grund darunter. I told you it doesn't. I told you it doesn't fit. Stop pushing the key. It falls to the ground. Ja, er fällt auf den Boden. Wie kriege ich den da vom Boden weg? Nee, Hilfe, nein. Stop pushing the key. It falls. I told you it doesn't fit. Das muss nichts heißen, wenn du das sagst. Moment, gibt's vielleicht hier was wir mitnehmen können? Ich meine, das, was hier unten liegt, können wir ja mit rübernehmen. Vielleicht hier drüben. Moment, hier, Schlüssel. Ja, wo könnt ihr da reinpassen? Schlitz. Nee, wir nichts anderes Sprachiges haben. Am Ende werde ich. Stelle ich das Spiel wirklich um. Das Nicht-Spiel. Was da, oh, ich. Probiere jetzt nicht alle durch. Okay, ich gehe mal da rein. Ach, da ist so ein Schlitzi. Da nicht. Da wäre einer. Da fällt er auch bloß runter. Da wäre noch einer.
Okay. Jetzt habe ich ein Stück Papier. Papier. Stop pushing towards that blue thing under the door. I don't understand what you're doing. Neither do you, I bet. Where's the key? No, don't do that, user. Don't open the door. Zieh dir was an. Du bist noch unter der Dusche gewesen. Nee, drauflegen tue ich nicht mehr. Kriegst den. Bums. Naja, brauchen wir vielleicht noch. You're as stubborn as a mule. I hope this will calm you down. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. Ist gespeichert. Tresor mit einem Mauszeiger öffnen. Schlüssel weg. Mathe weg. Mathe. Hab ich drauf fallen lassen? Ja. It won't work. I'm telling you. Das heißt gar nichts. See? It's useless. Like your neurons. Were you a hamster in a past life? Jetzt geben ihnen die Sprüche aus. Schneller. Okay. Schraubendreher, Mensch. You're a pro at digging things apart. But when it's time to leave, nobody's home. That last sentence was a little weird. Weiß ja nicht, was ich mit dem Zahnrad anfangen will. Vielleicht muss ich noch weiter zurück. Also die Franzosen haben wir eliminiert. Die haben schon mal aufgegeben. Ich überlege gerade, was man hier vielleicht noch machen könnte. Nochmal umblättern geht nicht. Roter Punkt. Ah, so. Brauchen wir noch ein kleineres? Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Aber meins? When it goes too fast. I repeat, especially when it goes too fast. Gut. Stop navigating so fast. You're going to saturate my RAM. Mist. Geh so mit den Pfeiltasten. See, I warned you. Nein. Didn't crash. We're back in the game. Ah, zu langsam. The non-game. I meant the non-game. Das Spiel. Let's not do that again, okay? Doch. Ach, cool. Zu wenig Speicher. Bravo, the RAM is saturated again. Was? You're stealing from my memory too. You're exasperating. Oh, I don't like that. Damn it, there's nothing left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go, let's go, let's go! Program loading. What bad luck. Das Geräusch, Modem. I'm very upset. No, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving. It even looks like it's moving backwards now. There must be an error in the program. Oh yeah, it definitely crashed. I feel bad for you. There's nothing left for you to do but... quit. 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 Das Geräusch im Hintergrund.
übertaktetes Modem. Sagt er noch was? Der soll noch was sagen. Hey, don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Okay, don't touch anything else and just leave. I don't even understand why you stayed for so long. You might be unemployed. Or you're just randomly clicking all over the place while you're waiting for the servers of your MMO to be up again. Stop already! Hands up, don't touch anything else. Except the quit button. Gibt's ja gar nicht, kann ich nichts für. Das wäre cool, wenn man Ladebalken so beschleunigen könnte. Immer und überall. Überall. You just never give up, do you? Moment. What? The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. Nee. Was? Whoa. You need to restart your machine. And this is not a fake operating system. I swear. And you should not open the prohibited folder for any reason. It's your conscience who's asking. Papierkorb, Privatbilder, Musik, Zinwip. Skitter. Skittle. Urr. Da ist ein Schloss und da ist ein Schlüssel, wenn das mal nicht zusammengehört. Wie spät ist es eigentlich gerade? Was? Eine Uhr, die passwortgeschützt ist? Das Admin-Passwort wird benötigt, um auf das Zeitsystem zuzugreifen. Hä? War das jetzt positiv oder negativ? Okay. Episode of Breaking Good on TV, and your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go! Wieso sollte ich mir eine Serie angucken, wenn ich am PC sitzen kann? Wir haben aber viele Versuche. Das Geräusch ist auch cool. The restart button on your machine seems to be faulty. Your conscience advises you to hold your finger on it and never take it off. Was? Bisschen viel, hä? Ein einsamer Prozessor. Ein Multikernprozessor. The cat is hungry. Let's play together. Meow. Yes, your conscience says you have a cat. And it's hungry. Okay, jetzt beginnt es von vorne. Nussknacker von Tchaikovsky. Sehr cool. Stellt euch mal vor, wenn euer... Was? 721. Exzessive Schütteln.
Wir spielen doch gar nicht Pinball mit Tilt. Stellt euch mal vor, ihr habt Musik auf eurem Rechner und je nachdem, was das für Musik ist, wird der Bildschirm entsprechend oder das die Benutzeroberfläche geschüttelt oder bewegt sich entsprechend. 721. Your conscience is telling you that you're a good friend of the environment. You're going to turn off your machine to save electricity and save humanity. Ach, der Hamster macht das. Kommt da noch was? Fahrstuhl Liebe, 13. Stockwerk, Quintett. Immer der gleiche, also drei Ziffern hätten wir schon. Da haben wir noch die Hälfte vor uns. Wenn das da überhaupt hin muss. Zukünftiger Haselnussbaum. You should always listen to your conscience. And your conscience says, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down. Gar keins. Was soll ich denn hören? Oh. Das überlädt den Arbeitsspeicher nicht. Oder den Prozessor. Na, erst recht. Was ist denn da drin? Ich lass mal ausfahren. Haha. Weiß ja nicht, wofür ich das brauche. Oh, ah, das ist das Passwort. Okay. ID-Karte. Vielleicht doch noch andere Zahlen außer 1 und 0 versteckt. Weiß auch nicht, gerade erinnert mich das irgendwie an das gute alte Defragmentieren. Psst. 9. Your conscience is suggesting that you quit the application. Very politely, of course. Ist ja bloß eine Ziffer, habe ich jetzt eine übersehen? Nur ganz unten eine 9. Gerade das Ganze sehr sorgfältig durch. Eine 9, aber gedreht wäre das eine 6, aber so steht es ja richtig. Jetzt ist eine 6. Ein Update has just been downloaded. Your conscience advises you to restart your machine. Use this time to take a 2-week vacation while the update is being installed. Like it does every week. Update. Nie gemacht. Ich notiere mir mal die 9. Privat, klingt gut. Leer. Nicht schütteln. Schüttelt man das? Moment. Moment, nicht schütteln.
Neues Bildschirm. Benutzeroberfläche schüttelt sich. -1, -1, -2. That worked on TV. Abschalten. Ihr seid ja immer noch dran. Das bringt nichts. Können wir mal 3, 2, 1 eingeben? Nee, Gott. Papierkorb klingt auch gut. Los. Oh, geil. Keine Kugel verfügbar. Nehmen wir die da. Kann man das auch mit... Muss ich da mit der Maus klicken? Oh, nö. Achso, beide. Pause. Tilt. Wie viel Platz da zwischen den... Minus 50? Okay. Warum schmeißt man sowas in ein Papierkorb-Passwort? Wenn ich das Admin-Passwort vergesse, in dieser Reihenfolge eingeben. Finde das Ungewöhnliche auf meiner ID-Karte. Okay, zuerst die 9. Meine Lieblingszahl. Die private Nummer von Miss Tokyo. Was? Aber ich habe schon 3 Ziffern. Was mit denen? Was versteckt dein Papierkorb und aus Versehen löscht er mal den kompletten Papierkorb oder entleert ihn komplett. Und dann ist auch diese Notiz weg. Also ID-Kartenzahl habe ich, meine Lieblingszahl. Wie kriegen wir die raus? Die private Nummer von Miss Tokyo. Your conscience doesn't know what else to say. Auf Wiedersehen klingt eher wie Neustarten. Spiel, ich muss jetzt gehen, sorry. Gigi. Hä? Was? GG, good game. Mit Betonung ausgeschrieben. Steht immer das Gleiche. Wir hatten mal einen Schlüssel. Achso. Hab ich irgendwo eine gesehen? Beim Baum? Baum, Haselnussbaum, Baum, Baum, braucht Wasser. Wo haben wir Wasser gesehen? Moment, Moment. Bilder, Wasser. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go! Der Wassertropfen fällt da nicht rein. Können wir Photoshop aufmachen? Wir müssen dafür sorgen, dass es hier einen Sonnenschein gibt. Und das Wasser... Brauchen irgendwo Wasser und Sonne. Ist hier noch was drin? Die 9 haben wir schon. Hier war überhaupt nichts möglich. The restart button on your machine seems to be faulty. Your conscience advises you to hold your finger on it and never take it off. Wie schüttel ich denn das? Vielleicht brauche ich dafür erst noch was anderes. Hexenpokal. Also mit dem Pokal könnte man theoretisch dann Wasser auffangen. Moment, Regen! Hat etwas gebraucht, muss ich zugeben.
hungry. Yum. 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 Yes, your conscience says you have a cat. And immer it's schon. Hungry. Sonne, Sonne. Hier ist ja kein Sonnenbild dabei. Sonne, Sonne. Warum ist die Musik jetzt im Hintergrund? War die ganze Zeit immer die entsprechende Musik im Hintergrund? Warum ist das so eigentlich? Warum ist das eigentlich so ein geschnürt? Weil gut verpackt, hä? Sonne, wo kriege ich jetzt die Sonne her? Papierkorb. Sonne, war hier eine? Drache, Sonne. Ayofat, Bisin. Bisin, blip. Your conscience is telling you that you're a good friend of the Ach, environment. Quatsch nicht. You're going to turn off your machine to save electricity. Das Ding hat mir bisher noch gar nichts gebracht. Ich brauche vielleicht dafür Geld, vielleicht muss ich mir einen höheren Highscore spielen. Ich muss jetzt gehen. Was diese Notiz mir bringt, weiß ich auch noch nicht. Womöglich hat nicht alles eine Bedeutung, aber vielleicht doch. Hier knacke ich denn die Haselnuss, falls das Tierchen das nicht schafft. Fahrstuhl. Eben. Ach, exzessives Schütteln. You should always listen to your conscience. And your conscience says. Wo war das? Nee, Moment. Papierkorb, oder? Nee, wo war denn das mit dem nicht schütteln? Ach, hier, okay. Noch mehr schütteln. Privat und Wahrheit, ja, ja. Ultra Giga Privat, 18 plus. Miss Tokyo. Japan. Hm? 439. Welche war das? Gott, alles zu. Was? Nicht ich. Ups. Greetings. You don't know me. And my voice isn't remotely similar to an existing program. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Mhm. Das ist so schön. Papierkorb, Notiz. Die private Nummer von Miss Tokyo. Also erst die 9, er braucht noch die Lieblingszahl und dann haben wir die letzten drei Ziffern. Seine Lieblingszahl muss zweistellig sein, weil wir haben hier 6 Stellen, hier haben wir die 9, 9 unbekannt und dann die 3, die da gerade waren. Seine Lieblingszahl. Your conscience is telling you that the sun has just exploded. Do you really Programm im Ruhestand. Mark Bäume, Flugdrachen und die Zahl 16. Aha. Hast Käfer und Ziegen. Lieblingsessen? Die CPU. 16, okay. Die 16. Die 16. Ich wäre noch bei den... Nee, Moment. Kommt bestimmt vielleicht noch was. Privat. Wahrheit. Die Wahrheit über Roswell Hollow. Aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren. Sorry, das FBI. Oh ja, es war ein Wetterballon. Ach so. Sonne. Haselnuss.
Baum wachsen. Aufgrund diesen Problems. Du, wir haben Zeit. Your conscience is suggesting that you quit the application. Very politely, of course. Seine war die 16, oder? Wahrheit 2. Die Wahrheit über Kennedys Tod. Hallo, aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren, sorry. Der Scharfschütze war ein Wetterballon. Wenn es FBI, dann war das bestimmt auch ein Politiker, oder? Sagt mir gerade nichts, also Kennedy schon, aber... Die Wahrheit über Apollo 11. Hallo, Wetterballon, das ist FBI. Your conscience advises you to restart your machine. Okay. Use this time to take a 2-week vacation. While the update is being installed. Like it does every week. Was stand da Piss? Nee, wie sieht das umgedreht aus? Sirap. Sim. Oh Mann. Okay. 430. Dann gießen wir mal bei Tag. Komplett schlecht, aber auch doof. Your conscience doesn't know what else to say. Wenn das so schnell gehen würde. Zukünftiger. Mhm. Bäumchen, schüttel dich. Geht doch. So, willst du das noch serviert haben im Nussknacker? Ja, ja. Zum Glück habe ich das schon herausgefunden. Als Herz. Sieht aus wie ein Herz. Bitteschön. Luckily the key is too big. Zu groß, zu kleiner. I think. Immer noch. No! I forgot you to open that folder. You've crossed the line. Don't launch the program. This was unplanned. You were supposed to leave ages ago. Don't do that! Soll das jetzt ein Spiel sein? Wir spielen Fang. Der wird immer langsamer, falls man das nicht trifft, okay. Aber ich würde mal sagen, was sich hinter dieser Diskette verbirgt und vielleicht bleibt sie noch stehen, das finden wir mal in der nächsten Folge heraus. Ich finde das Spiel, nicht Spiel, wie auch immer, wie langsam das jetzt ist, hat auf jeden Fall seinen Charme und gefällt mir sofort. Habe ich zufällig bei GOG entdeckt, beim Herumstöbern. Wie langsam. Mir gefällt's, ich hoffe euch auch und wie es aber weitergehen wird, das erfahren wir dann in der nächsten Folge.
bin gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.